Ja, servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur Fortsetzung mit der 020 AVP, die nicht funktioniert und streikt. Mittlerweile immer. Da steht sie mit dem Regal. Die steht nicht im Regal, weil sie nicht funktioniert, sondern die steht im Regal, weil sie alle aufgeräumt sind. Der Größe noch sortiert. Ja. 020T, 020 AVP, 024, super. 0,34, 0,38 Magnum, 0,44, 0,51. Und oben drauf nicht zu vergessen, die Grusa E30. Also ich fällt mir aber noch, die suche ich noch. Möchte ich unbedingt haben. Das ist einfach so der Haben-Will-Faktor, also das ist echt so, als sehe ich, seit ich die 0,51 habe. Die 0,51, das ist ja der Dickbauch-Klangkurve da. Das ist das gute Stück. Momentan mit dem 53er Schwert drauf. Aber seit ich die hier habe, so, geistert mir im Kopf rum, ich möchte den noch größeren dazu auch noch haben. Also die Bauchklangkurve. Das sagt man halt dazu, die haben einen wunderschönen Klang, finde ich. Langhubmotoren. Das ist die 051 mit 5,8 PS. Und dann gibt es aber noch die Steigerer. Mit, ich glaube, 7,1 PS, 7,2, weiß ich jetzt nicht so genau. Und am größeren Tank, der Tank dort, von der Fassungsvermögen von 900 ml. Die etwas größere hat 1,2 Liter Tankvolumen. Die größere hat natürlich auch einen größeren Auspuff, ist oder dann auch noch deutlich breiter. Ja, von was rede ich? Ich suche eine 076 AVE, meinetwegen AVEQ. Q steht bei Stiel für die Kettenbremse, quasi was die da hat. AV sind die AV-Elemente an die Vibration. Elektronik ist die elektronische Zündung, also quasi nicht die Zündung, also die Unterbrecherzündung. Und Quickstop ist die Kettenbremse. So, und auf was ich jetzt dann eben scharf bin oder was ich suche, das ist wie gesagt die 076 AV, ist logisch. Elektronik soll es auch haben, man kann es auch umrüsten, aber wäre schön, wenn es gleich drin wäre. Quickstop wäre gut, wenn es auch hat, also wenn es gleich komplett ist. Wenn es nicht hätte, wäre es bloß wichtig, dass der Griff da drauf ist. Die hat es auch gegeben, die hat sehen mit dem Griff da. Den kannst du dann. Zeige ich. Ich habe doch noch die kleine, die schaut ja genauso aus. Der ist dann da oben dran fest und da gibt es keine Möglichkeit, eine Bremse nachzurüsten. Also die hier hat keine Bremse. Gibt es auch an diesem Griff hier keine Möglichkeit nachzurüsten. Ist bei der da im Endeffekt genauso. Diese Säge gibt es mit dem Griff da oben dran. Die gibt es in der neueren Version mit dieser Höcke da vorne drauf auf dem Kurbelgehäuse. Also die hat zwar Aufnahmen, wo das Griffstück drauf kommt. Dann wäre es in Ordnung. Wenn die nicht drauf sind, ist es schlecht. Ganz einfach. Dann kannst du diesen Griff nicht nachrüsten, kannst keine Kettenbremse nachrüsten, bräuchtest da an das Kurbelgehäuse. Fast unmöglich noch zu kriegen. Oder für Preise, wo ich sage, kostet schon bald 500 i dann kaufen. Neu. Nee, also wie gesagt, falls irgendjemand von meiner Zuschauer was weiß, vielleicht hat ja eine so einer, und ihr würdet sie eventuell veräußern. Ich bin wie gesagt noch auf der Suche. Stiel 076 AVEQ. Q wäre schön, E wäre mir wichtig. Und wie gesagt, wichtig wäre der Griff vorne dran. Gibt es auch in der neueren Version, das ist der durchbrochene Griff dann. Die hat noch den alten, den geschlossenen. Den gibt es aber auch neue. Schaut dann aus wie bei der 024 mit den zwei Löchern oben drinnen. Oder ja, halt bei den anderen sehen. 038 ist außen vor. Die ist wieder so alt. Wie gesagt, falls da jemand was hat, wäre schön, wenn sich jemand bei mir meldet. Genau. Suche ich auf jeden Fall. Aber zurück
zur eigentlichen Problemsicht, die Eiche gemacht hat. Das war ja, wie gesagt, die 020 AVP. Die wollte und wollte ja nicht ausspringen. Vergaser zweimal gereinigt, Vergasermembrane neu, alles zerlegt gehabt, gereinigt gehabt. Zylinder war in Ordnung. Wellendicht drin sind in Ordnung, ich habe es abgedrückt. Alles kein Problem. Alles dicht. Impulsschlauch extra neuer bestellt, was auch nicht. Ich habe die, sehe ich, naja, 10 oder 11 Mal auseinandergebaut gehabt. Und ja, ihr habt es ja im Video gesehen, es ist ja ein bisschen umständlich, die zu zerlegen. Ich meine, irgendwann hat man es dann draus, dann war es nur irgendwo anpacken muss, aber es nervt halt. Auf Dauer. Wenn du es vorne nicht noch musst. Und ich habe mir ja gedacht, ey, man muss ja mal laufen. Ich habe es dann auf jeden Fall nochmal zerlegt. Dann habe ich mich mal an die Zündung gemacht. Ich habe ja gedacht, die hat ein normaler Zündspulen. Ha, weit gefehlt. Hätte ich vielleicht auch mal ein wenig recherchieren sollen. Die hat eine Unterbrecherkontaktzündung. Unterbrecherkontaktzündung hat die da drüben auch noch. Die läuft damit. Da ist... ich habe die Teile ausgebaut, die liegen auch nicht drüben. Ich habe mir es aufgehoben, das schmeiße ich nämlich nicht weg. Vielleicht braucht man es ja nochmal irgendwo. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die hat auf jeden Fall noch einen Kondensator. Wo ist denn das? Hallo. Ach, da drüben. Wieso liegt das da drüben? Ach so. Aha. So, so. Auch gut. Da ist es doch. Das suche ich. Die Zündspulen geht quasi über einen Kondensator, oder also wie genau funktioniert, das müsst ihr jetzt nur mal lesen. Ich habe es gewusst, aber naja, habe ich vergessen, weil ich dann sowieso umgebaut habe. Auf jeden Fall sitzt da ein Kondensator, der soll verhindern, dass an die Zündkerzen zu viel Spannung kommt, beziehungsweise dass der Zündfunk dann ein bisschen gleichmäßig ist. Auf jeden Fall hat es da alles ein wenig eicher gemacht. Ah, der Unterbrecherkontakt oben hier, oder besser gesagt, der Schleifkontakt, der quasi dann die Zündung öffnet bei der Kurbelwellenumdrehung. Also auf der Kurbelwellen sitzt ein Nocken drauf und der öffnet quasi dann... Moment. Kann ich den Hebel da rausbringen? Husch. Hallo. Hier soll's her. Aha. So ist er. Sitzt der Nocken und der Nocken drückt da unten der Gehe. Öffne dann dort diesen Kontakt, falls man es überhaupt sieht. Und der muss halt richtig eingestellt sein, dass das dann alles ja, mit dem Zündzeitpunkt zusammenpasst. Die Zündkerzen, die muss ja zum richtigen Zeitpunkt zünden. Es bringt ja nichts, wenn es zündet, wenn der Kolben irgendwo so vor dem oberen Totpunkt ist oder deutlich nach dem oberen Totpunkt, dann funktioniert die Zündung ja nicht richtig, dann läuft das Ganze ja nicht. Das muss ja alles so justiert werden, dass es funktioniert. Also wie gesagt, ich kann es nicht gut erklären. Gibt schöne Videos dazu, gibt ein guter Kanal dazu, die wo das gut können. Naja. Auf jeden Fall, da ist der Kontakt auch total weggebrannt, weil der Kondensator kaputt ist. Genau. Der Kondensator soll verhindern, dass der Kontakt nämlich kaputt geht. Und wenn der Kondensator kaputt ist, dann macht er das nicht mehr. Dann geht auf den Kontakt sehr viel Spannung. Und dann macht man sich halt den Kontakt kaputt. Ja, ich habe auf jeden Fall festgestellt gehabt, der Zündfunken, der passt ja irgendwie nicht so recht. Hab das Ganze dann zerlegt und hab den Fehler dann auch hier gefunden. Das ist besagter Kondensator. Normalerweise sieht er so aus. Nur der war halt so drin. Ne? Es lag nur noch lose oben drauf. Der ist da innen auch schon total wegoxidiert. Der ist also schon länger kaputt. Der hat mit Sicherheit dann auch Schuld, dass dieser Kontakt kaputt gegangen ist. Ist das wieder oder nein? Naja. Der ist auf jeden Fall schuld, dass das Zeug kaputt gegangen ist. Ja. Dann kann die Säge nicht laufen. Wenn der Zündzeitpunkt nicht passt und wenn der Kontakt kaputt ist und der Kondensator kaputt ist, dann kann die Säge schlicht nicht laufen. Ja gut, ich habe geguckt, den Kondensator kriegst du noch. Die anderen Teile eher schwierig bis unmöglich oder teuer. Ich habe welche gefunden, aber das also für die Unterbrecherzündung 80 Euro hier legen, finde ich irgendwie doch ein wenig arg. Ich hätte auch gebraucht, dass ich kaufen können, hätte es ausbauen können, dann hätte ich aber über das Sehe ich gehabt. Und
Wenn ich das sehe, dann will ich eigentlich keinen Ersatzteilträger, sondern muss er laufen. Weil der Ersatzteilträger läuft ja komischerweise jetzt auch und funktioniert. Naja, dann habe ich mir gedacht, nö, haben wir geguckt. Es gibt eine elektronische Zündung, also quasi so wie es auch die 051 drin hat, die 044, 38, 34 und so weiter. Haben ja alle die elektronische Zündspule, das ist ein Zündchip drin und der macht quasi zum richtigen Zeitpunkt dann die Zündung an der Zündkerzen, also den Zündfunken. Und es gibt es für diese ja, habe ich mir bestellt, habe ich eingebaut. Die sehe ich in einer Nacht- und Nebelaktion zusammengebaut. Am nächsten Tag musste ich arbeiten. Ich habe mich trotzdem bis abends um 23:30 angeguckt, habe die sehe ich wieder zusammengeschraubt. Dann konnte ich es dann natürlich nicht mehr probieren. Früh dann aufgestanden, extra noch wegen Ehre, Stall gemacht, gefrühstückt und noch ein Frühstück, kurz bevor ich auf der Arbeit bin, extra geschaut, Runde in die Halle, Sprit neu, Öl neu, ausprobieren. Ja, hat ein wenig gedauert, ich muss 3, 4 Mal ziehen, wo ja kein Sprit mehr drin hat, die war ja komplett leer. 3, 4 Mal gezogen und die ist auch gesprungen. Schön, hat mir gefallen. Ihr wollt natürlich auch wissen, ob die jetzt funktioniert. Ich muss gleich dazu sagen, der Vergaser ist bis jetzt immer noch nicht eingestellt. Das wollte ich eigentlich letztes Wochenende machen, bin aber dann nicht dazugekommen. Ja, vielleicht mache ich es das Wochenende mal. Mal sehen. Ihr habt ja im Endeffekt das Kurzvideo, den Short schon gesehen. Also sie läuft. Fehler, wie gesagt, war die Zündung. Hat nicht funktioniert. Jetzt läuft sie hervorragend. Wie gesagt, Vergaser gehört jetzt da mal richtig eingestellt. Das steht jetzt nur auf Grundeinstellung. Sie läuft damit. Dreht auch nicht einmal so schlecht, finde ich. Dreht schön hoch. Aber die gehört halt jetzt richtig sauber eingestellt. Ich habe einen Drehzahlmesser von Stiel. Gehört noch. Gehört auch sauber eingestellt. Ich meine, der Vorder, der lädt auch mit Gehör einstellen. Ich könnte es auch noch Gehör einstellen, aber sauberer ist es halt, wenn du das mit dem Drehzahlmesser machst. Wie gesagt, ich zeige es euch einmal ganz kurz. Schwertschutz runter. Kettenbremse. Choke. Und schauen, ob das kommt. Wie gesagt, eingestellt gehört es auch noch. Das ist jetzt einmal an der Erde, nicht kommt. Aber ich habe zumindest das Ziel erreicht, das ich wollte. Ich habe die 16 Larven gekriegt. Es ist wieder einmal so ein wenig, naja, Exot möchte ich nicht sagen. Aber halt so ein wenig, also ich muss ich die Geister etwas scheiden. Da gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, ist das ein Scheißhaufen, wenn du da drauf was machen musst. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, ja, du bobbelst an der Sehe schon bis er läuft. Beziehungsweise, was heißt bis er läuft? Wenn du da zerlegen willst, wenn du eine Vergaser noch willst, du musst halt echt alles runterbauen. Und dann kommst du nicht einfach noch, wie bei einer normalen Sehe. Nehme ich jetzt die 024 als Beispiel, du willst da eine Vergaserhaube runter. Die Schrauben vom Luftfilter rausdrehen, runterziehen. Und du hast den Vergaser frei liegen, kommst noch. Selbes bei der 034, selbes bei der 038, selbes bei der 044. Selbst die 051 lässt sich in der Hinsicht leichter zerlegen. Gut, du musst die Haube oben runternehmen und musst dann die Vergaserabdeckung unten drunter noch wegnehmen. Dann kommst du noch. Aber so kompliziert wie da, dass du wirklich den Griff und Griffrohr und alles ringsrum pipapo abbauen musst, so kompliziert ist es nicht. Ja, wie gesagt,
Sie läuft, das gefällt mir, das freut mich. Jetzt geht natürlich der Deckel da nicht mehr drauf. Ist ja klar. Ist blöd, wenn man eine Runde macht da hinten in den letzten Loch. Aha, ja. So, so, gut. Passt das? Ja, passt. Und das ist, wie gesagt, mal 024. Jo, also die Glana läuft. Einstellen und dann passt das auch. Wie gesagt, ja, der Kettenbrems drauf. Ich kann es einsetzen. Das Schwert und die Ketten ist neu. Oder Führungsschiener und Ketten. Weil manche die wollen ja nicht, dass du das Schwert zockst. Ist mir aber wurscht. Und ja, mit der Neuerzündung jetzt, sie springt an. Jetzt natürlich ein wenig schwerer. Muss dazu sagen, ich war jetzt da schon wieder seit anderthalb Wochen gestanden. Und wie gesagt, sauber eingestellt ist er auch noch nicht. Muss man noch ein wenig, muss ich noch ein wenig was machen. Und vielleicht auch mal was erben damit, dass er auch mal richtig warm wird. Sie hat, ja, bislang nichts weiter gemacht. Kommt jetzt aber dann auch noch. Wie gesagt, die Motorsägenstänger hat es da alle ein wenig schön aufgereiht. 020 AV Super T, 020 AVP Super, 024 AV SEQ, 034 AV EQW mit Griffheizung, 038 AV EQ Magnum, die habe ich einmal umgebaut, 044 AV EQ, 051 AV EQ. Wie gesagt, schön wäre jetzt, wenn Dode dann noch ein 076 dazu käme. Mir gefällt die Sicht einfach optisch, mir gefällt die Sicht vom Klang. Ich persönlich, so war ganz ehrlich, wenn man eine 076 einstellt und eine 500i, meine Entscheidung wäre ganz einfach, ich nehme den 076, die 500i lasse ich liegen, weil ja, es ist ein moderner, leichter sehe ich, mit moderner Technik drin, aber die reizt mich einfach überhaupt nicht. Ich sehe es immer in die Foren drin, ich sehe es immer so ein wenig in die Facebook-Gruppen drin. Sagen sie einmal, ja, die 500i, die 500i und jeder steht da so geil drauf. Ich, ja, macht kein schlechter Sicht, so, aber mich reizt die Null. Ist so. Ich habe lieber sowas Altes, sowas Schönes, Kantiges, Eggets, so ein Büffel. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, so ein 076 aufzubauen, weil eigentlich tipptopp fertig zu machen. Die soll astrein laufen und dann stelle ich sie im Wohnzimmer auf meinen Schrank auf. Mit einer schön sauber geschärften Kette und mit dem Schwert von meiner E30. Das liegt da innen drin. Das ist nämlich noch ein schönes altes. Das habe ich wieder schön blank gemacht und eingeölt. Das ist ein Duramatik-Schwert. Und das hat noch, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennt, das alte Stilemblem drauf. Das ist in wirklich gutem Zustand. Und ich könnte mir dann durchaus vorstellen, die Sicht zu nehmen, das Schwert mit einer schönen Kette drauf zu machen und mir dann einfach so aufs Regal aufzustellen. Sind wir mal ehrlich, oft an Einsatz wird es ja bei mir nicht kriegen. Naja, obwohl ich nehme jetzt eine Volt mit und dann, wenn was zu sehen ist, mit einem 3,50er Schwert, macht ja auch die Dude dann durchaus Laune, auch wenn es ihre 11 Kilo so hat. Macht aber nichts. Nö, aber wie gesagt, das wäre dann, also das ist noch eine Sehe, die ich auf jeden Fall haben möchte. Soll noch her. Es gibt ein paar so Sehen, die ich tatsächlich noch suche und date. Die 066 reizt mich noch und die 088. Bewusst immer die mit der 0 vorne dran, weil das ist für mich einfach die, ja, die Baureihe von Stiel, die sind halt noch, ja, allgemein robust gebaut worden. Da ist nicht viel Elektronik dran, das sind, ja, teilweise noch recht schwerer sehen, teilweise veraltet aus heutiger Sicht. Ich meine, eine 881, wenn du hier die 088 vergleichst, ist die 881 mit Sicherheit komfortabler für denjenigen, der sie professionell einsetzt. Aber für mich, der sie ganz selten einmal braucht, oder ja, halt hauptsächlich sammelt, wenn man so will. Tut es ja 088 durchaus und mir gefällt die halt einfach besser. Die Nullerreihe hat es mir auch getan. Nee, wie gesagt, also falls jemand, was war es, 076 AV, hier da, ich suche, gerne melden. Ansonsten, ja, die sehen alle aufgereiht. Unten steht noch die Husqvarna, die habe ich übrigens auch mal sauber gemacht.
mein kleiner Dolmer und in dem roten Koffer, da steht mein Bruder sein Dolmer. Wir hatten letztens dann noch, habe ich euch gezeigt, die 44. Die war ja ein kleiner, naja, was heißt Problemfall. Da musste ja noch was neu gemacht werden. Habe ich euch das schon gezeigt, das weiß ich gar nicht. Startergriff ist neu, Starterseil ist neu, Säge ist sauber, Säge läuft. Hüben habe ich noch den Krallenanschlag noch gemacht, Ketten sind geschärft. Einsatz klar. Und den Vorderseiner habe ich auch fertig gemacht. Oder habe ich fertig gemacht. Er hat seinen Vergaser dann noch selber gemacht. Da hat er sich dann dran gemacht. Die 034 ist aber sauber, wie man sieht. Alles gewaschen, alles gereinigt. Sehe ich es wieder in, ja. Man möchte fast sagen, neuwertigen Zustand. Ja. Alles haben wir vom Harz befreit, von der Ölbrühe, die da runtergelaufen ist, den ganzen Dreck so gut wie es gegangen ist. Den Handschutz da oben repariert, da ist ein neuer Schraum drin. Die hat ja auch gefällt. Also, das war kaputt. Hüben ist wieder ein Kettenfänger draufgekommen. Ist meiner Meinung nach ein sicherheitsrelevantes Teil. Reißt drei Ketten, rauscht es ja nicht voll nach hinten, sondern bleibt da hängen und wird gebremst. Ja, Vergaser ist gereinigt und Vergasermembranen sind auch neu. Das geht mit einer Hand nicht. Aber jetzt. Ja, also wie gesagt, das Lager gereinigt, Vergaser ist wieder gemacht. Die läuft auch wieder hervorragend. Passt wieder. So muss das. Vorher hat sich gleich beschwert, jetzt ist sauber. Die muss jetzt wieder was erben. Aber ich fand es nicht schlecht. Wie gesagt, da habe ich mir die Seiten, die wurde da vergilbt und dreckert, die habe ich auch mal schön geputzt gehabt, den ganzen Dreck raus. Stadedeckelhunden gehabt, unten drunter haben wir rausgewaschen. Doch. Kommen Sie wieder sehen, schaut so wieder vernünftig aus, die Säge macht auch so wieder richtig Spaß, sie läuft auch wieder hervorragend. Ein bisschen Wartung und die Dinger gehen. Machen wir es so rum. Steht auch da drüben drin. Wie gesagt, ich weiß, es gibt einige, die finden das jetzt absolut nicht interessant. Mit Motorsägen, aber ja, ist halt so ein wenig mein Hobby mit. Hab ich halt gern. Naja, genau. Also, so viel da dazu. Die laufen alle. Passt, einstellen noch und dann. Hoffe ich doch, dass wir demnächst noch einmal 9 Volt kommen. Und dann schaue ich, dass ich die Kamera vielleicht einmal mitnehme. Die in der WhatsApp-Gruppe drin haben, wissen ja, wir wollen schon im Volt. Und ich habe meinen Glanngrame und meine Rückenketten ein wenig Zeich rausgezogen. Die Rückenketten liegen da unten. Die haben Blochstreifhaken drauf. Den man ins Holz einschlägt mit dem Sabi und dann kannst du Stämme rausziehen. Quasi so wie es die Pfähe früher gemacht haben, kann ich es mit dem Bulldog machen. Hat wunderbar funktioniert, habe ich auch richtig Lust wieder zu machen. Dann gibt es noch eine Neuerung da in der Halle, wenn wir schon dabei sind. Ihr seht, da steht ein Gerüst rum. Und leider, und noch ein leider, und noch mehr Gerüstteile. Ja, was hat es da denn mit auf sich? Der Vater und ich haben eigentlich was vorgehabt und mein Bruder hat gesagt, na, das geht jetzt nicht. Funktioniert nicht, er muss auf jeden Fall noch was anderes machen. Der hat nämlich vor 2 Jahren schon irgendwie was gekauft und das war jetzt ewig lang bei ihm drüben in der Firma gelegen. Und das hat er jetzt am letzten Wochenende eingebaut. Und das alte Teil, was ausgebaut worden ist, ja, der Kran. Das ist so ein alter Stahlkran. Also, ist nicht aus, ist schon aus Stahl, aber die Firma heißt Stahl. Oder Stahl. Franken heißt es halt Stahl, weil aus A macht man U und aus O macht man U. Die 2 Vormotoren außen sind rausgekommen, die hat er gewechselt. Das ist der alte Kran. 1,5 Tonner Hubkraft.
Der ist demontiert worden. So, und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, und was hat jetzt denn die Vier eingebaut? Ist auch wieder ein Stahlkran. Allerdings mit 2 Tonnen Hubkraft. Und, was Besonderes, der Alter hat auch Kranflaschen gehabt. Der hat keine Kranflasche. Ja, wie steuern wir denn dann? Ja, wie soll denn das funktionieren? Was hat der Kasten da oben von D-Mark zu tun? Ja, D-Mark ist auch ein Kranhersteller. Und mein Bruder, der hat da dafür für den Kran eine Funksteuerung organisiert. Der Kran ist auch geprüft worden, bevor er ihn gekauft hat. Also der ist richtig geprüft worden. 2 Tonnen Hubkraft, 20% mehr Korrehim. So reagiert die Bremse. Okay, wir haben es ausprobiert. Der hebt da Donner mehr und die Bremse kommt noch nicht. Auf jeden Fall, das ist die neue Kranflasche. Ha, ohne Kabel. Jetzt muss man aufpassen, wo man es anlegt, dass man es auch wieder findet. Na, länger drücken. Das ist eine D-Mark. So, um nicht zu aktivieren. Muss ich euch einmal kurz auf Seite stellen. Stopptaste drücken, 1, 2, 3, Stopptaste loslassen, Kran eingeschaltet, römisch 2, Motorschutzschalter sind aktiv, hat er mir erklärt. Und jetzt kann ich mit dieser Steuerung hier den Kran fahren. Machen wir halt einmal. Auf. Ab. Vor, zurück, schnitt jetzt das Gerüst, links, rechts. Ja, und was ist jetzt da dann dran anders, außer dass er mir heben kann und jetzt die Funksteuerung? Der hat eine Besonderheit. Taste nicht ganz durchdrücken. Feinhub. Ist wichtig für das, was wir jetzt vorhaben. Kann fein auf. Und kann fein ab. Der hat übrigens noch eine Feinsteuerung. Das seitliche Verfahren. Hoppala. Auch die seitliche Steuerung kann ich fein fahren. Was sehr angenehm ist. Und die Fernbedienung hat ja noch ein paar mehr Tasten. Die F1 ist noch belegt. Wir haben eine Kranhakenbeleuchtung. Besser wie jedes Lichtstativ in der Halle. Kannst natürlich irgendwo hergehen, stellst du ein Stativ hin, dass du deinen Strahler aufstellst oder hast dann Strahler mit Magnetfuß, dass du was siehst. Wenn du allerdings jetzt dann direkt drunter oder wenn du direkt von oben mal Licht brauchst, dass du was siehst, das ist immer schwierig. Wo hängst du deinen Strahler noch? An die Bühne oben vielleicht. Kannst jetzt den Kran drüber fahren, schaltest dein Licht ein. Und du hast da direkte Beleuchtung. Der Strahler ist sau hell, wirkt jetzt nicht so, weil das Gerüst im Weg steht, aber der macht Licht wie Sau. Ist natürlich auch schön, wenn du von oben irgendwas rausheben willst, weil du dann eben eine Beleuchtung am Kranhaken hast und siehst, was du machst. Also ist richtig klasse, was er da reingebaut hat. Das haben sie, wie gesagt, letztes Wochenende reingebastelt. Hervorragend. Ah, die Schiene oben fürs Kabel, die Gleitschiene, ist geändert. Die ist vorher gerade rausgegangen. Wir haben ja da mal die Bühne nachgerüstet und ja, die Kabel sind immer so drüber geschlappt und jetzt ist es deutlich besser. Jetzt kannst du da drüber fahren, ohne dass die Kabel immer aufsetzen. Ist auch deutlich schöner. Ja, wie gesagt, ist richtig, richtig angenehm. Und mit der Steuerung, das macht schon echt Laune. Ja. Neue Kran in der Halle für, wie gesagt, ein Projekt, das was wir jetzt dann einmal machen wollen. Dazu aber dann mehr.
macht halt Sinn, wenn der Grand dann den Feinhub und das hat. Der neue Grand ist besser. Ja, aber bevor es mit dem Projekt losgeht. Oh, was ist das? Könnten das noch hier? Bevor es da damit losgeht. Okay, keine Ahnung. Bevor es da damit losgeht, ist aber erst einmal der IH10 noch dran. Einspritzbomben ausgebaut. Da war da noch irgendwas dran umgebaut. Ich weiß nicht genau. Irgendwas sollte noch gemacht werden. Ich glaube, da passt die Leistung noch nicht ganz oder so. Ja, war auf jeden Fall auch nochmal auf dem Prüfstand. Soll auch noch einmal gemacht werden. Nur gut. Deswegen, wie gesagt, die Neuerungen dahinter. Das Projekt, was dann da einmal kommt, erfordert früh genug. Genau, und jetzt habe ich noch was da, fällt mir ein, bevor ich das vergiss. Ich wollte nämlich nur eine Heu- und Stroh auffüllen. Ja, da kann ich euch einmal mitnehmen, brauchen wir einen Radlader. Das ist, glaube ich, jetzt angenehmer, draußen ist glatt. Der Ladewagen hängt zwar immer noch am KA15 dran, tatsächlich. Also abgehängt, der steht auf dem Stützrad, aber der Bolzen steckt drin. Ich könnte da theoretisch auch gleich wieder anhängen und damit fahren. Aber wir haben draußen Schnee voll gehabt und die Wege sind alle ein bisschen vereist. Und wenn ich den Wagen voll knall mit Heu und Stroh und rückwärts dann den Berg hinauf will, könnte es unter Umständen sein, dass ich ein Problem mit meinem kleinen Pulter kriege. Deswegen werde ich mir die Mulden noch machen und fahre mit den Mulden dann halt zweimal öfters. Macht aber nichts, weil ich den Radlader sowieso brauche, weil ich einen Siloballen auch gleich nochmal neu hinauf tue. Dann ist das auch gleich gemacht. So ein wenig Arbeitsvorbereitung im Vornherein ist auch nicht verkehrt. Genau. Gut, dann passt es. Ja, Siloballen werden auch langsam mau. Vier Stück habe ich noch. Oben liegt noch ein Rest in der Folie drin. Der wird noch geschätzt das Wochenende länger. Dann werde ich den nächsten auffangen. Ich nehme jetzt dann den, das ist noch eine von den alten. Und das waren die vom vorigen Jahr, von dem Kleegras. Und mal schauen, wie die dann beieinander sind. Ah, da quietscht ein wenig. Ja, wie gesagt, IHC ist zerlegt. Sieht man da, Einsturzbombe ausgebaut. Ja, naja. Wird auch werden. Ja, gut ist. Dann, die Schaufel muss raus, weil ich die Mulden brauche. Erst mal schauen, dass die Mulden auch frei ist und dass was drin liegt. Sonst tatam, tatam. Nö, die ist frei. Passt. Schaufel raus, dass ich die Mulden anhängen kann. Ich werde aber vorher den Siloballen schnell aufholen, weil dann ist die aber da gleich einmal gemacht. Und dann habe ich alle Zeit der Welt und kann mal Heu und Stroh fahren. Oh. Oh. Jo. Das sollten wir vielleicht da mal irgendwo deponieren, wo ich das wieder finde. Naja, so passiert es halt. Da drüben ist noch gebaut worden. Man muss halt das Zeug auf einen Lacheplatz wollen. Und was bietet sich da besser an als der Kotflügel vom Radlader, der ja sowieso direkt daneben steht? Was besser ist? Gibt's ja gar nicht. Naja, so macht man das halt. Naja, Ablagefläche halt. Gut, Radlader haben wir. Dann legen wir mal los.
Ja, der erste Schwung ist drum. Strun aufgefahren, zwei Ballen Strub rein noch. Und dann noch 18 Ballen Heu. Dann ist mein Loch über voll. Ja. Das ist dem mit den Zellen. Beziehungsweise ich weiß ja nach diesen Haufen Jahrzehnten mittlerweile, wie viel das ich brauche. Naja. Haben wir so. Ja, Strohloch wird langsam leer. Und drüben, also, falls man sie überhaupt erkennt. Nicht so schön geschlicht. Heu habe ich noch da. Habe ich noch da. Und habe ich da unten drunter noch komplett. Also Heu ist genug da. Stroh ist halt nicht mehr ganz so viel, aber es langt auf jeden Fall bis in Sommer. Wir haben ja Haie was. Ja, wisst ihr ja gar nicht. Wir haben ja heuer was angebaut, da unten. Da unten seht ihr noch das Äpfelbeet. Ja, die Äpfel sind immer noch im Boden drin. Ich bin nicht reingekommen, weil es zu nass war. Keine Chance zu ernten. Ich habe ein paar mit der Hände rausgegraben, aber dann müssen es da eigentlich einmal 3-4 Mann haben. Sonst kriegst du die nicht raus. Jetzt liegen sie halt immer noch im Boden. Na gut. Ist halt so. Nee, aber bis dorthin. Das ist alles was. Haben wir wieder an Winterwasen reingemacht, Battis, die Sorten, ja, schauen wir mal. Hat die letzten Jahre immer ganz gut funktioniert, es soll da wieder funktionieren, denke ich. Wir haben jetzt der letzte oder drauf ein wenig so eine bunte Mischung aus allem ein wenig gehabt. Und jetzt kommt dann nochmal wieder Battis, genau. Weil die geht eigentlich bei uns auf dem Boden immer hervorragend. Ja, und da kommt ja dann wieder ein Stroh zusammen. Ja, unten hier ist immer noch das Liegros. Also weiter unten, ihr wisst noch letztes Jahr, Anfang des Jahres oder im März, da habe ich einmal geärgert gehabt und dann weiter runter, wo ich da den Was, den Haben und die Gaschen neu gemacht habe, Summe getragen. Und ja, unten hier ist ja immer noch Gliegras, ist auch mittlerweile relativ sauber, Disteln siehst du da fast keiner mehr. Weil ich im Frühjahr noch einmal abmähe, oder, naja, was heißt im Frühjahr noch einmal abmähe? Ich meine, das mähe ich heuer allgemein ab. Das Jahr wird es noch einmal, bis der Was gedroschen ist, gemäht. Und danach wird es rumgebrochen und dann kommt da unten Getrano. Dann war es jetzt da unten einmal 3 Jahre lang mit Liegras, das immer wieder abgemäht worden ist. Dann sollten wir das Unkraut einmal ein bisschen im Griff haben. Ich meine, wegkriegen, weißt du das nicht. Aber zumindest ein bisschen. Ist ja auch schon mal was wert. Ja, und oben auf, wenn man dann vielleicht, das müssen wir mal sehen, dass wir dann ein wenig vor dem Gliegroszeug machen. Ja, und draußen wird es bei euch, da soll jetzt dann im Frühjahr noch Sommergaschen rein. Da wollen wir noch mal Braugaschen probieren da draußen. Weil auf dem Feld Raps ist ja überhaupt nicht gegangen. Das habe ich ja als Futter für die Viecher dann abgemäht, das grüne Zeug. Oder, ne, braun, verdruckend. Grün ist ja erst mal im Herbst dann, da ist der Raps aufgelaufen. Also hätte es nichts gemacht, hätte es wahrscheinlich Haie dann ernten können. Ja, naja, nee, da machen wir dann nochmal Sommergaschen aus. Muss aber dann vorher Mist gefahren werden. Dann wird geackert und dann, ja, Gaschen aus. Genau. Ja. So der Plan aktuell. Ja, da steht der Radlader, da steht die Mulden. Hau ich gleich noch ein wenig was rein. Ja, beim Neuhauer selber, da nehme ich euch jetzt nicht mit, weil zu home sowieso relativ dunkel, denke ich einmal. Ich weiß gar nicht, ob die mich auf der Kamera überhaupt gescheit kennt. Ich mache den voll und dann fahren wir es auf, laden es drum aus. Das mache ich auch wieder ohne Kamera, weil naja, mich hier herlaufen sehen, ist auf Dauer glaube ich auch langweilig. Ich mache mir lieber das hier herfahren mit dem Lade. Ja, weil ich gerade wieder runter bin, schaufel es wieder voll, da überlegst du die Mulden. Ja, Mischstreuer ist ja auch noch dreckig. Den habe ich auch dreckig reingestellt. Mache ich normalerweise nicht, aber der war der jetzt dann noch mal gebraucht. Und der Grame, übrigens letztes Jahr neue Lichter drauf gemacht hinten auf dem Ladewagen. Der Grame hängt wie gesagt noch am Ladewagen dran. Ich habe wirklich bis zum letzten Tag gemäht. Er steht momentan auf dem Stützrädler, aber der Bolzen steckt drin, also Anhänger ist in, kann er 2 Minuten gemacht. Ich habe bis zum letzten Tag gemäht, bis nicht mehr gegangen ist. Das saubere losgegangen, dann hat es geschneit und ja, dann ist nichts mehr gegangen. Ja, zwischendurch war er dann einmal im Wald dabei. Deswegen schaue ich die Räder ein wenig aus. Gehört dazu. Ja, und ansonsten
Hat er dann im letzten Jahr nicht mehr viel gemacht. Man, ich muss aber dazu sagen, ich mache ein wenig so Stundenlisten von dem Bulldog. Ich habe letztes Jahr 170 Betriebsstunden drauf geschafft. Ja. Möchte ich auch mal andere sehen, die auf so einem alten Bockel da 170 Betriebsstunden machen. Und es war ja nur auf dem. Ich habe den KL 300 auch noch, der hat ja auch noch Stunden gemacht. Ja, das geht durchaus. Andere fluchen, auf dem alten Sitz, macht man sich ja alles kaputt, ist ja nicht bequem, muss ja vorne schalten, tralala, bibabo. Ihr kennt mich, ich bin rigoros, mir macht es Spaß. Das hat's auch. Na, mal schauen, wie viele Stunden das wir heute zusammenbringen. Ich meine, die meisten Stunden habe ich leider vom Ladewagen gemacht, der war ja eigentlich nur am Ladewagen gehängt. Weil draußen gemäht und so gemäht und unten gemäht und Stone gemäht und dann Bondom gemäht und hör mal auf. Der war in aller Verzweiflung mit dem Wagen unterwegs und hat irgendwo groß Haaren geholt. Ja, war drum's ja. Oh, es hat gepasst. Weil vorhin ist, wie gesagt, noch da, seht ihr ja hinter mir, da liegt noch eine schöne große Ladung. Geht ja da hinten noch weit her. Da oben ist ja noch alles ziemlich voll. Also, es hat letztes Jahr mit dem Gras ganz gut gepasst und da das Ackergli-Gras da unten, was da unterhalb steht, wird definitiv groß heuer werden. Passt am besten. So, bevor wir es zeigen. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile Sonntag. Eigentlich wollte ich das Video heute am Sonntag, ja, auf die Mittagszeit rum online stellen. Aber es ist gestern dann noch was dazugekommen und ich konnte es gestern dann einfach nicht mehr fertig machen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, aber wir haben seit, ja, Anfang Mitte Oktober Probleme mit dem Gandhi gehabt. Dass er, ja, ich möchte nicht sagen verrückt gespielt, aber halt ein wenig. Ein komisch drauf war. Er hat sich nicht mehr aus dem Stall rausgetraut, hat am Anfang draußen aller Zäunblatt gemacht und. Naja. Wie dem auch sei, das Problem war ohne Mickey, der dunkelbraune Gasbock, den wir da haben. Ja, der hat dann scheinbar mal ein wenig gepufft gehabt. Oder ob es überhaupt der Mickey war, es könnte auch ein fremder Hund gewesen sein. Wir haben da momentan auch so ein wenig Probleme, dass auch Hühner weniger werden. Und es ist definitiv nicht der Fuchs. Naja, weiß mir nicht, vielleicht getrieben worden oder was auch immer, egal. Auf jeden Fall hat er Probleme mit dem Maggie gehabt. Und ja, es ist jetzt eine ganze Zeit gegangen, es hat sich nichts gebessert. Und ja,
Ich habe jetzt dann eine Entscheidung getroffen gehabt und habe ihn in andere Hände gegeben. Also er ist jetzt nicht geschlacht worden oder eingeschläfert worden, er ist jetzt in andere Hände gekommen. Schade, der ist damals gekommen, 2016. Und 2018 war das ja dann, glaube ich, habe ich ja die Hanna damals weg, weil ich die Zeit nicht gehabt habe zu einer Ausbildung vor dem Fee und ja, das hat einfach nicht so gepasst. Das wisst ihr ja, also wer die alten Videos gesehen hat. Ja, und den Gandhi, damals war die Überlegung, tut man auch weg oder nicht. Und dann habe ich gesagt, nö, der hat ja schon so viel mitgemacht, der darf bei mir bleiben, bis er alt, grau ist und vielleicht auch mal vor Lars sterbt oder das nochmal wirklich lösen müsstest oder so. Ja, jetzt hat sich halt leider so ergeben, dass es dann nicht mehr ging. Sehr schade. Hat mir persönlich auch saumäßig wehgetan, die Entscheidung zu treffen. Aber ich denke, das ist einfach das Beste. Da wo er jetzt ist, da ist ein anderer Isländer mit. Das ist auch ein wenig gesetzterer Truppen, ein wenig älterer. Vielleicht kommt es dann besser. Wie gesagt, vorher hatte ich ja nie Probleme mit den Ziegen gehabt. So, die waren ja auf der Koppel gestanden und der Jockel, der war ja auf seinem Buckel hinten drauf und hat die Blätter vom Baum runtergefressen und. Ja, wer weiß. Irgendwas muss vorgefallen sein, rekonstruieren können wir es nicht mehr. Naja, Mutmaßungen. Was soll's. Ja, also der ist auf jeden Fall nicht mehr da. Für den habe ich ein neues daheim gesucht und nein. Ich habe auch kein Vermögen damit gemacht, im Gegenteil, ich habe ihn mehr oder minder verschenkt. Weil ich gesagt habe, mir ist das Wichtigste, dass er in guter Hand kommt, dass er einen guten Platz kriegt. Freilich, jetzt waren einige sagen, ja, du musst dir Geld dafür verlangen. Nee. Was nutzt mir das dann, wenn ich sage, na, ich will für das Pferd dann 800 Euro haben und wenn du es nicht sollst, kriegst du es nicht oder so. Mir war es zum Wohl vom Pferd. Genau. Also da bist du auf jeden Fall Bescheid. Der ist, wie gesagt, leider nicht mehr da. Gestern ist mir saumäßig schwer gefallen. Heute ist ein komisches Gefühl. Ich bin in der Stall rein und normalerweise jetzt die letzten Monate. Ich bin ja zweimal am Tag im Stall. Zu früh und zu Abend. Und wenn du immer heimkommst und der wurde innen gestanden. Oder du, wenn du draußen was gearbeitet hast und dann. Ja, du hast immer gewusst, der ist da und jetzt ist er auf einmal weg. Es ist schon irgendwie komisch, aber. Naja. Aber was anderes. Im letzten Video habe ich gesagt, den Ludwig eichert mich ein wenig. Der deckt ja partout nicht meiner Kühe. Tja, jetzt war es so. Und das Dienstag? Dienstag, glaube ich. War die Rolle aber den ganzen Tag gebrüllt. Also richtig gebrüllt. Die war halt dann wieder stierig. Wurde gerindert. Obligatorisch bei ihr, die war dann laut. Und naja. Na ja, auf jeden Fall gedacht, na okay. Die hat er auf jeden Fall nicht gedeckt. Tja, hat nicht funktioniert, ist ja klar. Bei der Adele habe ich ehrlich gesagt schon länger nichts mehr gehört vom Rindern. Die hat immer mal Mu gemacht und die hat gewisse Anwandlungen dann gehabt, aber ich habe schon länger nichts mehr gesehen. Dann war es ja nicht. Plus bei der Rolla war es dann ziemlich sicher, na, die ist nicht gedeckt worden. So, jetzt habe ich da meinen Stall gemacht und habe da Silo rausgekratzt aus dem Ballen. Übrigens schon wieder eine neue. Jetzt stehen unten noch drei mit Lee groß. Ja, und sie steht da und schaut mich an und brüllt mich an, wie sie es immer macht. Und der Ludwig von hinten nach, schnupfelt an ihr rum. Fängt das Flamen von der Ohren, wie man das nennt. Zieht halt die Oberlippen so ein wenig hinauf. Naja, und dann hat er das gemacht, was halt der Stier machen soll. Er hat es aber besprungen und ja. Wie sagt man bei uns hier stehen? Hat es wie eine Alarm eingesteckt. Ja, es war auf jeden Fall nicht nur Luft, wo es kam. Sagen wir es mal so. Es hat funktioniert, er hat es ein paar Mal hintereinander gemacht. Das heißt, theoretisch, wenn alles geklappt hat, wenn alles gut gegangen ist, ich meine, er läuft ja die ganze Zeit mit, dann können wir so, ja, Pi mal Daumen um meinen Geburtstag rum im September damit rechnen, dass er mal ein Kalb vor der Rolla kommt. Schauen wir mal. Wäre natürlich schön. Bei der Adele bin ich natürlich immer noch gespannt. Ja, sehen tut mir nichts an hier. Das ist aber das Problem bei den Texten, du erkennst das nicht, ob die jetzt tragend sind oder nicht. So viele Leute schon gefragt, die anderen sagen, ja, ein bisschen ein dicker Wanser, aber du kannst da noch gehen, die können da sagen, dass er einfach nur viel gefressen hat. Das Euter war da erst prall in den letzten Wochen im Endeffekt.
Da hilft eigentlich nur Ultraschall. Naja, wenn wir BHV1-Blutuntersuchung machen, dann mal gucken. Vielleicht können wir das gleich am Moment machen. Tja, auf jeden Fall bei dir. Bin ich gespannt. Genau, das sind die ja, Neuigkeiten, die ich gehabt habe. Muss ich noch ein Video dazu sagen wollte. Und an der Stelle, die ich dann so, ja, machen wir Feierabend. Ein bisschen was gesehen habt ihr. Wird demnächst weitergehen. Schauen wir einfach mal. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch dann noch ein schönes Restwochenende, Restsonntag oder ja, wann das Video halt kommt. Vielleicht auch eine schöne Arbeitswoche. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis die Tage. Servus la.